Dann gehen wir halt in die Bibliothek rein. Bis. Ich bin nicht sicher, ob alle Statuen dort sind. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt doch hier hin. Ist wohl gerade in Mode, Türen zu verschließen. Diese hier ist keine Ausnahme. Was für ein komisches Insekt. Ich warte, bis ich es, bis ich etwas habe, um es zu fangen. Na, damit geht das wohl nicht. Okay, ich nehme mal einen Tipp an. Wir sollen nach da. Warte mal, da war doch was gerade. Ich habe da gerade was gesehen. Hier. Ein weiteres Schriftstück. Hier ist die Geschichte von Deveta, einem Cousin meines Meisters des erleuchtenden Siddhartha Gautama, auch bekannt als der Buddha. Deveta war ein dunkler Lehrling. Er entwickelte übernatürliche Kräfte durch die Ausübung schwarzer Magie. Sein geheimer Plan war die Übernahme von Buddhas Rolle und die Beherrschung der Welt durch das Zurückbringen von Tosakan. Er verursachte zweimal Buddha zu töten, indem er einen Fels auf ihn warf und einen verärgerten Elefanten schickte. Es misslang ihm beide Male und er litt einen fürchterlichen Tod mit schlechtem Karma. Er war jedoch nicht alleine und schuf auf seinen Weg viele dunkle Jünger. Interessant. Haben wir sonst noch etwas? Wir haben da hinten ein Insekt, das wir nicht nehmen können. Wir sollen ja sowieso nach links hier. Dann gehen wir mal dahin. Was soll ich denn jetzt hier machen? Alles verschlossen. Ich nehme noch meinen Hinweis an. Ah, natürlich. Es ist zu dunkel. Dann nehmen wir doch mal die tolle Taschenlampe hier. Hallo? Platzierte Elemente. Ach so. Jetzt verstehe ich. Natürlich. Nützliche Objekt, eine Drachenstatue. Jetzt haben wir diese Statue, um den Eingang da zu öffnen. Wo war denn das nochmal? Das war doch hier hinten, ne? Da. Bitte was? Drehen Sie die 5 Schilder, damit jede Statue auf den richtigen ist. Indem Sie in die Mitte eines Schildes klicken, Sie können den Button rückgängig verwenden, um zur vorigen Position zurückzukehren. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe, das macht Sinn. Aber die Fische sind ja hier alle komplett falsch. Die Elefanten müssen noch da oben hin. Ja, hier muss man ein bisschen ummodeln. Aber das ist auch mein Rätsel, dass ich dann doch irgendwie raffe. Yay! Unglaublich.
Teile eines Zeichen aus der Bibliothek. Ernst? Müssen Drachen richtig drehen, damit wir. Okay. Wow. Tolles Rätsel. Ein Rahmen in Lotusform würde hier perfekt passen. Wir haben aber keinen Rahmen. A page of the legendary Kama Sutra. Not very useful for me these days. Aha, nicht nützlich für mich momentan. Aha. Was haben wir denn hier? Weitere Embleme. Eine Kamasutra-Seite, das war schon lange nicht mehr hilfreich. Aha. Vor seinem letzten Atemzug hat Devata seine fünf Jünger unterwiesen, die Devata-Ordnung zu kreieren. Ihre erste Aufgabe waren, Toskans Herz zu finden und während ihres Lebens Buddhas Nähe zu suchen, schnell wie der Wind zu sein und klar wie das Wasser. Seine Jünger werden gehorchen und warten auf die Rückkehr des Meisters über tausende von Jahren. Als Erkennung schufen sie ein Symbol. Kann ich mir eh niemals merken. Schon wieder dieses Insekt. Was muss ich denn jetzt hier machen? Was ist das? Ein Schlüssel in zwei Teilen. Eine Waschstatue eines alten Mönches. Die Statue ist unglaublich realistisch. Achso, ich kann da auch direkt auf Ziele klicken. Dann machen wir das doch mal eben. Das haben wir geschafft. Wir haben gar keinen. Können wir irgendwas auf die Hand legen? Hier, kriegst du Diamanten. Angelschnur? Auch nicht. Ich nehme mal den Hinweis. Wir sollen da draufklicken. Ah, haben wir ja doch gehabt. Und wir kriegen einen weiteren. Jetzt haben wir 5 von 5. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte auf Ziele. Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen. Ach da, ja. Wo kommt der denn auf einmal her? Flauschi, hey Wanni. Our young monk fancies Buddha statues. This drawing. It's a Buddha, a lying Buddha. Ein liegender Buddha. It reminds me of. It must. Das muss. In what fort there is a giant Buddha. Aus Gold. The boy often goes. The temple was probably closed to. There was once a. A secret sealed off. Ein geheimer The door Durchgang. was in front of the library. Okay, diesen müssen wir wohl finden. Die liegende Buddha-Statue. Die war nicht hier. Wo war sie denn? Hier auch nicht. Was ist das? Ein Metallrahmen in Drachenform. Ich muss manchmal echt die Hinweise nehmen, weil ich keine Ahnung habe. Da hinten müssen wir hin. Ah, hier. Bitte was?
Ein leuchtendes Gewand. Können wir dem das jetzt hier geben? Was müssen wir denn jetzt machen? Aha, das haben wir. Nichts passiert. Habe ich etwas übersehen? Im Ernst? Okay. Na gut, dann lösen wir das halt so. Die schönen Diamanten. Ich brauche eine Art Netz. Ja, haben wir aber nicht. Ja, der Lurch, den können wir da hinschicken. 3, 1, 2, 4. Bitte was? Ja, hier steckt ja wohl jemand zu lange fest, ja. Ah, noch ein Teil des Schlüssels. Vertraulich, Doktor von der Forschungs... Was? D-Forschungstagebuch. Hallo, ich wollte das eigentlich gerade lesen, gut. Hat sich dann auch erledigt. Hinweis, wir sollen ja schon wieder weg. Wir haben den Schlüssel. Dann können wir zu dem netten Herren gehen und den hier... Auch nicht. Was sollen wir denn jetzt machen? Ah. So geht's natürlich auch. Ein Fangnetz. Schmetterlingsnetz. In gutem Zustand. Tja, damit können wir ja jetzt hier Folgendes machen. Zum Beispiel das hier. Ein perfekt gestaltetes Mini-Insekt. 1 von 4. Was haben wir da? Na. Ah. Sieh mal einer an, hier müssen wir dann die Insekten hier reinpacken. Was? Bitte was? Im Schrank können wir nichts machen. Ein Schraubenzieher, ja, den haben wir jetzt aber nicht da. Aber da oben haben wir wieder ein Emblem. Kurz vor seinem Tod ist Devata einen Pakt mit Dämonen Mara eingegangen, um eines Tages mächtig genug zurückzukommen und Tosakan zurückzubringen. Während seiner folgenden Leben würde Devata unbeachtet durch die Geschichte wandeln, auf den Tag wartend, an dem seine Macht doppelt so stark wäre. Erst dann würde er Tosakan zurückholen und die Welt beherrschen. Der Tag, an dem Devata bereit sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Ich stelle jedoch Nachforschungen an, in der Hoffnung, zukünftigen Generationen zu helfen, ihn zu besiegen. Ganz interessant. Hier ist aber auch kein Schraubenzieher, oder? Was ist das denn da? Keine Ahnung, nix. Ein Zettel. Naja, oder eine Zeichnung von Insekten. Wir gehen mal raus, denn wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Hier, zack, Insekt. Dann können wir jetzt da hinten hin. Hier war doch auch noch ein Insekt, oder? Ne, hier war ausnahmsweise keins. Aber da oben ist eins. Jetzt fehlt uns noch ein einziges. Hier unten war das. Zack. Und jetzt haben wir alle Insekten. Oh, sie will nicht unbedingt nass werden. Die feine Dame. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Hier in die Haupthalle.
Was? Stellen Sie sicher, dass jeder Winkel beleuchtet wird, in dem Sie die Insekten bewegen. Es gibt mehrere Lösungen. Ganz interessant. Bruder, der Tempel hat dicke Wände. Wir werden sie brauchen, wenn die Zeit kommt. Und hier wieder so ein Symbol. Alter Sprengstoff, natürlich. Wie du bist. Ja. The projection displays tomorrow's date. I have a bad feeling about this. Ein altes und wertloses Kleidungsstück. Können wir noch Sachen kombinieren? The projection displays tomorrow. Ja, das wissen wir schon. I have a bad feeling about this. Aber machen können wir jetzt da nichts. Wir haben Sprengstoff. Wir haben Sprengstoff. In den Katakomben war doch ein. Wir waren doch nicht die Katakomben. Verschlossen. Die Katakomben waren da hinten. Da waren sie. Schade. Du glaubst, du spielst gleich am Lappy. Was willst du denn spielen am Lappy? Wie wäre es mit einer Lunte? Ja, dann mach doch die Kleidung kaputt. Was muss ich denn jetzt tun? Raus hier. Da muss ich jetzt rein. Okay. Gut, dann machen wir das halt so. Machen wir mal die Bude ein bisschen sauber. Platziere 5 Elemente. Von 5. Wo ist denn jetzt noch das letzte? Wo ist denn das? Da. Yay. 3-1-2-4-1. Nur, wir haben bisher noch nichts gefunden, wo wir den Code einsetzen können. Deswegen guck ich mal, wo wir müssen. In den Haupttempel. Ein Schlüssel mit dem Smaragd in der Mitte. Oh, wieder rausgetappt. Verdammt. Du weißt doch nicht, was du spielen willst. Oh, schon wieder rausgetappt. Mann. Oh, wie schockierend. Wow. Am I going crazy? I swear I could see people seconds ago and they vanished. Also, Vanni, ich kann dir nur empfehlen, Spiel Melissa K. und das Herz aus Gold. Das ist auf jeden Fall lohnenswert.
Haben Sie alles gesehen, Errungenschaft bekommen? Wow. Was, das ist ein Tempel. Ich muss dieses Angebot mit einem gleichwertigen ersetzen. Ja, siehst du, geht doch. Ein goldenes Feuerzeug. Ein alter Schraubendreher. Was? Du glaubst, Melissa K. und das Herz aus Gold ist nicht so deins? Eine Orchidee in Mönchform. Wieder etwas zum Lesen. Ich bin einer der Jünger Buddhas. Ich werde dieses und meine nächsten Leben damit verbringen, die Devata-Ordnung zu studieren und auszuspionieren. Ich werde über Buddha wachen, wenn er in seinen schwächsten Lebensphasen ist, bis Nang Sida zurück ist, um sie alle vor dem Bösen zu schützen. Nur dann bin ich, nur dann werde ich meine finale Gestalt annehmen und in Frieden für alle Ewigkeit meditieren. Wunderschön. Ist das denn jetzt? Was habe ich denn gerade getan? Siehst du aus, als ob nur eine Pose dieser Box öffnet? Es fehlt ein Teil davon. Also das hier ist schon mal richtig. Ja gut, wir haben keine Ahnung. Uns fehlt ein Teil. Was kann man denn hier noch machen? Anscheinend nichts mehr. Wir haben auf jeden Fall den Schraubendreher, damit können wir jetzt hier, wo war's denn da? Ganz elegant erstmal die Schraube lösen. A safe. Someone decided to hide it very carefully. Oha, wie schnell dreht sich das denn? 3, 1, 2. Hallo? 2, 4, 1. Hä? Ich konnte es jetzt einfach skippen. Ein kleiner Goldrahmen. Antikes Goldarmband und ein Verband. Und eine kleine Leiter. Und hier bei dieser Statue können wir nichts machen. Nein, anscheinend nicht. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier weitere Elemente. Dann können wir jetzt hier wieder zu dem Herren da zurückkehren in die Halle. Denn wir haben jetzt... Wie, du kannst damit jetzt nichts anfangen. Dann halt das hier. Oder anscheinend auch nicht. Dann gehen wir halt so zurück. Also manchmal weiß ich echt nicht, wie ich da weiterkommen soll. Ich könnte natürlich Ewigkeiten rumprobieren. Da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Was hat das jetzt gebracht? Bitte was? Okay. Also ich wäre niemals darauf gekommen, dass ich jetzt da eine Leiter hinstellen muss und da oben irgendwo in Gemüse rumfummeln muss, um da eine Schnur rauszukriegen. Also ganz ehrlich, wer kommt denn auch darauf? Wie dem auch sei, wir gehen jetzt erstmal zurück und gehen hier mal wieder in den Tunnel. Da bin ich genau falsch lang gegangen. Hier müssen, hallo, da müssen wir rein. Dann gehen wir hier runter, da gehen wir da hinten zur Mauer. Jetzt gleich wird's knallen.
Just call me Doctor. I haven't heard from you in such a refreshingly long time. So you didn't get my letters. The Army Postal Service wasn't so reliable. No, I did not. The rumors are true. I don't feel like talking about it. I heard you took over my office. It's Dr. Young's office now? You used to call me Melissa. The student became a professor. That's the cycle of life. After all, you had the best professor. And I was your best student. With plenty of room for improvement. So, you received an invitation from the Queen? Yes, an offer I couldn't refuse. Have you met the young monk yet? No, he vanished before I had the chance. By the way, let me introduce you to my what? Where has he gone? Let's split up so we can find the young monk. I have a bad feeling about this. You know, in Tibet, he goes by a different name. The Buddha. Buddha? So the young monk is the reincarnation of the Enlightened? Buddha himself? Dam, dam, dam. Dramatisch, dramatisch. Jetzt haben wir hier very heavy. Steinbrocken und keine Ahnung was. Wir müssen jetzt auf jeden Fall da durch die Kerbe durch. Ein weiteres Video. Oder auch nicht. Sexy. Eine Wand zu viel. Yay. Inventarsammler-Errungenschaft bekommen. Da haben wir einen Schlüssel drin. Wow. Das ist ja richtig. Einen Schlüssel. Fahrzeugschlüssel. Ein Brief. Liebe Melissa, Okinawa, März 1944. Ich wollte dir schon früher schreiben. Ich war aber, wie kann ich das ausdrücken? Ich denke, dass es nun eine gute Zeit ist, um dir zu sagen, was ich fühle. Ich habe gehört, dass du nicht allzu weit von mir entfernt bist. Vielleicht können wir uns treffen. What a liar! I thought he sent me that letter. Bitte was? Was? Erkennen Sie die 7 Unterschiede, um den Fuß des liegenden Buddhas zu korrigieren? Im Ernst? Das war ein Hinweis. Das ist der zweite. Das ist gar nicht mehr so einfach. Was zur Hölle? Ich bin in sowas echt nicht gut. Aber ich gebe mir Mühe. Das nächste ist... Das hier. Dann haben wir als nächstes. Das ist die Flamme, das ist das, das ist das. Das ist auch richtig. Das ist echt nicht einfach. Ich habe keine Ahnung. Da war echt der Fehler. Das letzte lasse ich mir auch nochmal helfen. Achso, jetzt muss ich sogar noch warten. Ich kann das jetzt nicht einfach so machen. Wo ist denn das letzte, verdammt?
find's nicht. Dann halt so. Ja, ich weiß, das war schlecht. Aber ich habe ja auch nie behauptet, ich wäre gut in Wimmelbase. Niemals.